Machst du den ganz typischen Socken mit Sandalen-Stil dann im Sommer? Genau. Oh Scheiße, ich habe überzogen. Ach, überziehen. Dann machen wir jetzt eine Doppelfolge draus, dann kann ich das irgendwie schneiden, wie ich will. Perfekt, dann brauchen wir gar keine neuen Überlegungen machen für Begrüßung. Ich glaube, wir draußen einfach alle nicht gegrüßt fühlen. Es ist ja auch so, die Begrüßung von einem Part ist das Wichtigste. Also gerade auf YouTube, wo die Aufmerksamkeitsspanne der Zuschauer sehr gering ist, musst du dir wirklich genau überlegen, was machst du direkt zu Beginn des Parts, damit die Leute auch dranbleiben. Und man muss auch natürlich jederzeit die Aufmerksamkeit erhalten, wie alle 10 Sekunden neue Action-Elemente. Und keine Ahnung, vielleicht auch hier so eine Preview dieser Folge, sehen Sie noch. Keine Ahnung, was sehen die Leute noch in dieser Folge? Pause! Das Innere eines echten Piratenschiffs zum Beispiel. Und das ist nicht spannend genug, ne? Das macht jeder in seiner Freizeit, Piratenschiffe besuchen. Ja, stimmt. Das ist irgendwie viel zu normal geworden. Ja, wo alle Piratenkönig werden wollen heutzutage, das ist ja. Also technisch gesehen wahrscheinlich irgendwie sowas wie Safe States vielleicht. Man weiß es nicht. Wobei Wasserlevel ist halt echt mies für Safe States. Vielleicht werden wir heute. Ja, du hast eigentlich recht. Ich muss dir ein anderes Level eigentlich hier gönnen. Ne? Ich gönn dir. Ich hätte dich später einladen müssen. Hätte irgendwie für Tic-Tac-Trauma oder so. Oder? Ich würde sagen, Zick-Zack-Trauma ist tatsächlich eins meiner Lieblingslevel im originalen Super Mario 64. Das kann Ich ich mag nicht das Level. behaupten. Zick-Zack-Trauma, Atlantis Aquaria, das sind so die coolen Level. Und Wumms-Wumms-Ball mag ich auch sehr gern. Ich meine, im Vergleich zu Regenbogenraserei ist Tic-Tac-Trauma halt echt schön, Ja, aber bei Regenbogenraserei wollte ich halt den Teppich nicht kaufen. Ich bin auch einer dieser Menschen, die lieber 1000 komplizierte Sprünge gemacht haben, nur damit sie den Teppich umgehen können, wenn möglich. es gibt ja mittlerweile so Carpetless Runs irgendwie davon. Ich glaube, ich habe mir noch nie einen angeguckt, aber ja. Weiß nicht, das ist so ein bisschen. Teppich ist so das Scrolling-Level-Äquivalent von Super Mario 64. Und man steht da einfach und wartet. Wir haben es bei Mario 64 Online trotzdem irgendwie geschafft, ständig da runterzufallen. Frag mich das. Also, Rüdiger, warum bist du da mal in 64 ständig runtergefallen? Tja, das ist. Ich weiß es bis heute, oder ich weiß nur, dass das eine meiner Lieblingsstellen im Let's Play war, weil du halt so schön gesehen hast, wie Keanu schon in der ersten Kurve von dem Teppich runterfällt und ich hab's so lachen müssen. Ach ja, aber ja, Regenbogenraserei mochte ich nicht. Oh, es gab einen Abschnitt in Super Mario 64, den ich noch weniger mochte. Und zwar dieses olle Bonus-Level, an das sich Birdo scheinbar nicht erinnert hat. Es da auch über den Wolken. Ist es hier einfach über den Wolken? Es ist eigentlich über den Wolken, ja. Also du fällst ja zum Schloss runter, wenn du da failst, was sehr, sehr ätzend ist. Und das Level mochte ich überhaupt nicht, dieses Bonus-Level. Das war. Das habe ich meinen Hassstern in Super Mario 64. Ja, tatsächlich, ich mag es auch. Also von den Sub-Leveln ist das Schlimmste, definitiv. Das ist Mag so ich ja eigentlich. mein Ich will, glaube Äquivalent ich. zur Pachinko-Maschine aus Super Mario Sunshine. Oh. Ich fange jetzt nicht mit Super Mario Sunshine an. Ich weiß, das Spiel hat eine Fangemeinde, ich würde es nur wieder zerreißen. Ich habe es tatsächlich zeitlang jedes Jahr in den Sommerferien einmal komplett 100% durchgespielt, inklusive aller blauen Münzen. Ich wusste gar nicht, dass du dich so quälen möchtest. Ah! Das ist ganz entspannt. Ich weiß gar nicht, was du hast. Super Mario Sunshine ist ein sehr beruhigendes Spiel. Ja. 119 sehr entspannte Shiny-Sprites gibt es im ganzen Spiel. Also, ich weiß gar nicht, was Leute haben. Ist immer wieder eine Freude, diese 119 einzusammeln. Ist total. Ist so merkwürdig, dass sie halt so eine krumme Zahl gewählt haben. Das haben sie nur gemacht, um uns alle zu ärgern. Die haben gedacht, oh, es gibt wieder 120 Sterne und dann nö. Das haben sie mit Absicht gemacht. Jetzt wollten die machen nur Dinge, um einen zu ärgern im Spiel. Das fängt schon bei Arrivederci, fängt das doch schon an. Das ist so. Ach, aber ich mochte das Arrivederci. Boah, ich habe es so gehasst.
das ist so schlimm gewesen für mich tatsächlich, dass ich dadurch einen Controller kaputt gemacht habe. Das ist wirklich... Ach, da kommt das kaputte Gamepad also her. Jetzt haben wir endlich die Origin-Story. Ja, der, also wenn du es genau wissen willst, der Sandvogel ist dafür verantwortlich gewesen. Ich oute mich mal, ich mag den Sandvogel. Auch wenn er ein bisschen schneller sein könnte. Okay, aber das war Ekusare, meine Damen und Herren. Schön, dass er dabei war. Okay. Ach ja, ich fand ehrlich gesagt am Strand die Melone viel nerviger. Ja, das war auch nervig, definitiv. Aber da geht's halt los, das Spiel besteht ja halt auch nur aus nervigen... Nein, okay, ich höre ja schon auf. Ich muss sagen, ich mag Super Mario Sunshine tatsächlich mehr als 64. Oh, okay, das ist ein Hot Take. Das ist ein Hot Take, also für mich. Also ich sehe wahrscheinlich... Wie klappt das jetzt nicht hier? Atmen? Ja, du musst es irgendwie gedrückt lassen, ne? Aber klappt jetzt ja hier gerade. Oder ist es einfach nicht so hoch? Kann er auch sein, ja. Auch gar nicht so hoch kommen, vielleicht deswegen, ja. Ist einfach nur eine sehr tiefe Note. Die Frage ist, was verspreche ich mir überhaupt davon? Das kann ich dir auch nicht sagen. Was ich eigentlich die ganze Zeit schon suche, ist irgendwie so eine Titankappe, mit der ich zu diesen Strudeln da kommen könnte, eventuell. Die ist da hinten links. Eine sehr hilfreiche Angabe, ich weiß. Meinen wir dasselbe links? Ich muss, also diese, ich muss das. Nein, wir meinen nicht dasselbe links, ich meine das andere. Ach, das andere links, ja. Das andere links. Erinnerst du dich noch an den Weg, wo du damals ewig versucht hattest, nicht den Weg zu nehmen? Den Unterwasserweg. Ich weiß es ja, genau. Das Problem ist, ich habe vergessen. Da war die Kappe. War das nicht irgendwo da hinten? Ah, da hinten sehe ich sie schon, ja. Genau. Da ist unser wunderschöner Weg. Da ist der Weg. Guckt ihn euch, ihr seht ihn jetzt mal, ich ignoriere ihn gleich wieder. Das haben mir viele nicht verziehen. Das ist diese Stelle, haben mir viele nicht verziehen, aber das Allerschlimmste war, als ich genau in dem Moment gesagt habe bei Big Boos Burg, wo kommt denn hier eigentlich der rote Münzstern raus? Genau in dem Moment, wo ich neben diesem Ort war, wo halt der Stern rauskommt. Wow, der Chucky ist aber auch sehr stark, oder? Hm? Der Chucky hat schon ordentlich trainiert, dass er dich da so werfen kann. Das stimmt, der kriegt einfach den Metall-Mario da hoch. Metall-Mario ist quasi unsterblich, bis ein Chucky kommt. Oder diese Treppe kommt. Die Treppe ist zu hart für ihn, ja. Wir haben hier also die zwei Sachen gefunden, die Metall-Mario umbringen können. Treppen und Chuckys. Das musst du wissen. Jetzt musst du nur noch schnell genug laufen in der Metallkappe. Schon werden die Ports wieder getrennt. Ich muss da hinten lang, ne? Ja, auch immer getrennt werden und niemals verbunden werden. Ah, was? Diesmal wollte ich den Weg nehmen, weil was passiert, wenn ich den Weg nehmen will? Warum will ich den Weg nehmen? Warum will ich denn auch den Weg nehmen? Warum will ich überhaupt den Weg nehmen? Das ist eine gute Frage. Das ist eine Frage, die wir uns alle stellen. Ich glaube, ich will den Weg gar nicht wählen. Das hätte schon aber einen gewissen Humorfaktor für uns alle, wenn du den Weg jetzt nehmen wärst, wo du ihn nicht brauchst. Am besten ist es, ich lasse mich in die Kanone wieder und dann... So. Jetzt muss ich aber irgendwie... Wo war denn das jetzt nochmal? War da hinten irgendwo, ne? Ich war da hinten links tatsächlich. Nicht so weit links. Ist auch verwirrend, dass man diese Kanone um 360 Grad drehen kann. Ja, ja. Das ist... Ich kann ja einfach mal blind machen jetzt hier und dann... Okay, ich probier's mal. Oh! Das wäre eine Maßnahme, dass man sich von Kanone zu Kanone schießt, ne? Das wäre aber verdammt schwer, aber ich glaube, anders schaffe ich es nicht rechtzeitig dahin. Es wäre ja sogar mal ein Stern, wo man safe saten könnte. Und das in einem Wasserlevel. Ah, oh, warte, nein, nein, nein! Da warst du jetzt sogar mit Metall eingesogen worden noch? Nee, ich glaube nicht. Ich glaube, das hat nicht mehr. Aber war die genau ausgelaufen? Ich glaube, genau in dem Moment war es fertig gewesen, ja. Faszinierend. Ich hätte eigentlich gehofft, dass übrigens der Metalltier tatsächlich der Tipp ist, mit dem wenig Informations- und hilfreich wert.
Wenn jetzt tatsächlich hilfreich wird, muss ich mir noch einen neuen Fake-Tipp ausdenken. Das war damals ja auch das Problem bei Star Wars Retold, dass meine nicht hilfreichen Tipps zu hilfreich wurden. Ich kann scheinbar nur hilfreiche Tipps geben. So, scheinbar. Du hast einfach ein gutes Herz. Das ist. Ja. Ich bin Mathelehrer, ich habe von Natur aus kein gutes Herz. Das ist die Frage. Das ist unbedingt nicht möglich. Das ist wirklich fast perfekt die Kanone getroffen. Wahnsinn! Also irgendwie ist sie zu gut in Kanone geworden. So. Verdammt, aber wirklich. Jetzt muss ich mit dir irgendwie. Wie mache ich das jetzt am besten? Das hier ist so eine Gefahrenstelle hier. Ha? Vielleicht eine Decke abprallen? Meinst du? Das will ich aber nicht. Ich glaube, Marios Kopf will es auch nicht. Ich glaube auch nicht, ja. Ich will mich aber auch nicht hinten zum Stern schießen. Aber das wird mir, glaube ich, sowieso. Also, wenn ich das schaffe, dann bin ich wirklich gut. Au. Oh. Das ist halt erst ein Sieg abprallen. Das hat mich jetzt den Sieg gekostet hier, leider. Mist. Jetzt muss Mario langsam runterfällt. Mist. Ich frage mich gerade, ob man hier auch einfach von oben reinschwimmen kann. Oder seitlich. Och, im Ernst? Und dann tue ich einfach so, als wäre der Metallkappe ist toll und hilfreich. Ich hab nicht hilfreicher gewesen. Ja, bitte, das kann man so stehen lassen, ja. Unkreativ, um tatsächlich schlechte Tipps zu formulieren. Ich will da hin. Ja, nein. Warum macht er sowas mit uns? Ein Schiff, was man nicht erreichen kann. Ich muss echt sagen, das ist ja tatsächlich lange Zeit, also beim originalen Super Mario 64 oder auch bei vielen Hacks so gewesen, dass sich ja eng überlegen müssen, wie markiert man das Ende eines Levels. Mhm. Und die klassischen Strategien waren, entweder man macht da Wände hoch, à la Bob ums Bombenberg. Mhm. Ein bisschen Begrenzung darstellen oder man macht halt die Wumms-Wuchtwald-Strategie und macht einfach ewiges Nichts. Und ewiges Wasser finde ich da schon angenehmer. Sieht ein bisschen schöner aus. Mhm. Das stimmt natürlich. Also rein optisch, ja. Mein Brody macht ja sehr viel mit schöner Optik, das muss man ja sagen. Das hat er drauf. Ich finde auch diesen Hack so einen schönen Spagat zwischen schöne Optikspielereien, aber gleichzeitig, es fühlt sich noch sehr Super Mario 64 an. Mhm. Also ja, manchmal bei K6 zum Beispiel so, dass man sich noch fragt, ist das hier noch Super Mario 64? Ja. Bei diesen Hacks hier denkt man wirklich, ja, das ist Super Mario 64. In der Tat. Mhm. Oder zumindest, es war mal Super Mario 64. Das ist genau der Punkt. Das ist halt wirklich genau der Punkt. Bei Brotude fühlen die sich halt wirklich wie Mario 64 Spiele noch immer an. Das ist halt bei Kase nicht so. Also, das ist nicht böse gemeint. Absolut. Es ist absolut brillant, was er schafft. Also, wirklich. Aber es sind halt eigene Spiele irgendwo. Ja, manchmal fragt man sich wirklich, warum er. Ich meine, ab einem gewissen Punkt geht es einfach nur darum, wahrscheinlich auch, dass man es wirklich auf Basis von Super Mario 64 macht. Mhm. Aber manchmal fragt man sich wirklich, warum man nicht einfach direkt ein komplett eigenes Spiel macht. Ja, das stimmt. Ich bin jetzt mal gemein, ich mach das. Freuen sich doch Leute in den Kommentaren wieder. Ja, stimmt. Unskilled freut sich. Unskilled freut sich hat. Hat auch die Theorie, ich weiß gar nicht mehr, wer das war in den Kommentaren. Irgendwer meinte, du lädst Gastkommentatoren ein, um von Safe States abzulenken. Das fand ich auch eine sehr spannende Theorie. Das ist eine interessante Theorie. Bislang von all dem, was ich gesehen habe, passt das sehr gut. Alle Folgen mit Safe States hatten einen Gastkommentator. Stimmt. Du wärst jetzt die große Ausnahme tatsächlich, wenn ich jetzt bei dir keinen einzigen mache. Eigentlich ist das aus. Das ist eigentlich ganz humorvoll, finde ich. Also, habe ich kein Problem mit. Weil ausgerechnet bei dem Gast, der die Safe States zählt, einfach keinen machen. Das wäre perfekt. Mir fällt gerade ein, wie perfekt das eigentlich wäre. Ich finde, das ist super. Das ist Auf jeden Fall. Ich würde echt sagen, für die ersten 39 Folgen dieses Projekts, es war so ungewohnt, nicht zählen zu müssen. Ich glaub dir das, ja. Weil gut, also, bei Star Road, Star Road Retooled hast du wahrscheinlich nicht gehabt, ne? Weiß gar nicht. Star Road Retooled hatte ich auch, da hatte ich auch ein paar später nachgeholt. Ich bin gar nicht sicher, ob ich da noch ein paar Folgen offen hab. Aber da gab's ja auch schon sehr wenig.
da hatte ich gar keine gemacht. Also bei Star Wars Reboot bin ich tatsächlich komplett ohne. Nein, stimmt nicht. Es gibt tatsächlich was zu zählen. Ich muss nochmal durchschauen. Ich habe meine Tabelle für Star Wars Reboot gerade nicht da. Es gibt tatsächlich da was zu zählen. Aber erst ganz, ganz am Ende. Ich glaube, da fehlt mir auch noch ein paar Folgen, die ich auch nochmal nachholen müsste. Mhm. Ich muss mal wieder gucken, dass der Counter komplett aktuell ist. Also ich glaube, du kannst eigentlich bis auf die letzte Folge alle Folgen ignorieren. Also wenn ich habe eh die extra Tabelle und weiß, wo ich stehen geblieben war. Ah ja, das ist perfekt. Und Excel ist wirklich dein Freund. Das ist Excel ist immer gut. Selbst meine Einkaufslisten sind in Excel. Und ich muss vor allen Dingen mal meinen Counter wieder aktuell kriegen, weil irgendwann, wobei das tatsächlich ein sehr langes Irgendwann ist, nähern wir uns ja der magischen 10.000 Grenze. Mhm. Und dann muss man ja genau wissen, wann jetzt wirklich der genau 10.000. Safe State kommt. Für den historischen Wert. Als nächstes kommt ein Kaizo-Hack und dann schaffen wir es bei dem. Also tatsächlich so, die Tausender-Grenze hatten wir bei dem ersten Hack, der gezielt wurde, schon erreicht. Hm. Und die 10.000er-Grenze war halt Ewigkeiten. Stimmt. Naja, vielleicht mache ich wirklich einen Kaizo-Hack und dann schaffen wir die 10.000er und die 100.000er-Grenze in einem Projekt. Das wäre großartig. Dann wären meine ganzen Sachen. Ich habe heutzutage so viele tolle Hilfsmittel zum Safe-State hier, die ich damals noch nicht hatte. Und damals war ich ja tatsächlich mit einem Taschenrechner in der einen Hand und habe da die ganze Zeit immer plus 1 gerechnet. Mhm. Weil, ganz ehrlich, irgendwann konnte man sonst nicht mehr mitkommen bei der Safe-State-Dichte, die damaligen Projekte noch hatten. Ja, ich verstehe. Heutzutage habe ich mir einfach ein Programm geschrieben unter Podkeys und kann einfach während ich die Folgen schaue nebenbei einfach auf eine Taste drücken und erzählt dann mit. Das ist so bequem. So bequem, aber in diesem Projekt habe ich den noch nicht einmal geöffnet, weil es einfach immer so wenig Safe-States waren, dass ich die einfach per Hand gezählt habe. Mhm. Ich habe ja noch keine Folge mit mehr als 10. Ich musste mir nicht noch extra Finger annähen. Das ist gut. Wo ist jetzt eigentlich der grüne Stern? Der blaue Stern. Also, ich habe jetzt endlich, weil die ganze Zeit hat es immer nur grün geleuchtet und ich habe gedacht, ich habe jetzt überhaupt keinen Anhaltspunkt, weil es überall grün leuchtet. Wahrscheinlich in dieser Kurve hier von dem Pfad. Würde ich denken. Ja, aber jetzt haben wir endlich hier wahrscheinlich hier irgendwie. Wäre das jetzt mal so ein schöner Unterwasser. Weil wir haben, glaube ich, keinen einzigen Unterwasser-Blaustern gehabt, oder? Das wäre jetzt mal. Doch, den im Strudel. Ah, doch, stimmt, ja, genau, hast recht. Ich vermute mal da wirklich in dieser Kurve von dem Pfad. Ja. Hinter der einen Säule, die man. In einer dieser Steinsäulen, da würde ich vermuten. Mhm. Ich habe mich an die roten Münzen im Korallenriff in Sunshine. Genau. Ich guck nur lieber trotzdem mal, ob ich hier vielleicht so in der. Ah, genau, hier meine ich. Auf der anderen Seite. Ach, auf der anderen Seite, okay. Ja, aber ich dachte auch gerade genau da, wo du eben geschwommen bist. Mhm. Und dann versteckt er sich einfach hier unter dem Pfad. Gemeinheit. Wie kann er es so wagen, sich dort zu verstecken? Ein Frevel. So, das haben wir geschafft. Und wir sind auch wirklich jetzt bei 40 Minuten, das heißt, das wären jetzt zwei Parts. Das ist ja Punktlandung. Aber wirklich, das ist eigentlich ist das perfekt. Aber nochmal, trotz allem, das muss ich da mal ganz kurz loswerden, ich muss dieses eine Thema jetzt nochmal aufgreifen, weil ich auch einen Kollegen habe, der bei uns quasi die komplette Abteilung digitalisiert hat, ohne dass unsere EDV-Abteilung das irgendwie machen musste oder so, weil er wirklich alle möglichen Sachen in Excel programmiert hat. Es werden jetzt bei uns automatisch E-Mails versendet, es werden Sachen automatisch verbucht morgens, einfach per Knopfdruck, was wir vorher alles manuell buchen mussten. Und das sind alles wirklich Anwendungen, die er per Excel geschrieben hat und es ist so unfassbar. Digitalisierung ist großartig. Ich bin auch quasi bei uns der Excel-Tabellen-Vorlagen-Mensch. Mhm. Also kann ich nur empfehlen, wenn was nicht da ist und man sich so ein bisschen auskennt, das in die eigene Hand zu nehmen. Und generell Excel ist großartig. Mhm. Leute, nutzt Excel. Oder, weil ich möchte gar nicht Werbung für Microsoft machen. Ich nutze auch sehr viel andere Tabellenkalkulationssoftware, die Open Source ist.
Nutzt einfach Tabellenkalkulationen, Leute. Wenn ihr Langeweile habt, öffnet mal irgendwie ein schönes Tabellendokument und macht tolle Zahlendinge. Das ist doch wahr. Das ist doch ein schönes Schlusswort sozusagen. Das finde ich gut. Ja, ich glaube beim nächsten Mal machen wir hier. Nee, wir machen beim nächsten Mal gar nicht hier weiter, weil ich die ganze Zeit ignoriere ich hier den Bombenberg. Ne? Da habe ich ja. Du weißt es noch nicht, weil ich die Folge noch nicht hochgeladen habe, aber. Aber ich weiß, wo der blaue Stern dann wahrscheinlich ist, weil den Bombenberg habe ich noch im Kopf. Da gab es noch diese wunderschöne Lavagrube dort irgendwo hinten. Wenn du irgendwie ein bisschen dich rechts drehst und da hinten hinter der Felskanone, wo die unter der Insel im Original wäre. Genau. Also ich werde, der Part ist rum, Zeit ist um, aber. Ich spoilere einfach schon mal die nächste Folge. Einfach schon die nächste Folge spoilern. Ich meine, wenn ich dir schon keinen Safe State gönne, dann kannst du wenigstens das, wenigstens diesen Erfolgsmoment jetzt, ja. Tja, hab ich zu lange geschaut. Den Zuschauern erfolgreich den nächsten Part versaut. Das finde ich großartig. Schreibe ich in mein Resümee. Nee, ich möchte mich herzlich bei dir bedanken. Schon die Aufnahme bei Mario Galaxy. Nicht Mario Galaxy, Galaxy of Origins damals war wirklich großartig. Leider hat sie niemals jemand zu hören bekommen. Das sind die Geheimdokumente, die von Geheimdiensten irgendwie gelöscht wurden, damit sie niemand zu sehen bekommt. Genau. War einfach zu gut. Schon diese Folge hat echt sau viel Spaß gemacht, auch heute wieder. Also Zeit vergeht zu schnell. Ja, aber wirklich. Wir müssen doch noch das durch Zeitreisen einführen in Mario. Ich muss Conny nochmal fragen, was das für ein Hack war mit den Zeitreisen. Das gibt's wirklich. Also, ich muss mal schauen. Dann machen wir das so. Nee, also nochmal vielen Dank an dich, war sehr, sehr schön. Ja, danke, dass ich hier dabei sein konnte. Und danke für all die Zuschauer, die fleißig am Zählen sind. Als Mathematiker genau. Geht mir richtig das Herz auf. Gut, dann bis demnächst. Bis demnächst.